Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Psycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Ihr seht schon, wir finden uns wieder in Phasmophobia. Und heute bin ich wieder mit dem Mal 15 Multiplikator von der guten Temp am Start. Denn die haben ja das Geld, das man bekommt, reduziert. Einfach damit es wieder mehr um den Spaß geht und weniger ums Geld. Aber was mich interessiert, denn sollte man den Geist richtig erkennen und die Nebenquests erfüllen, verdoppelt sich dieser Betrag, den man allein dafür schon mal bekommt. Und da gibt es ja noch den Multiplikator. Also frage ich mich, wie viel weniger Geld ist es denn jetzt wirklich? Deswegen versuche ich ungefähr einen perfekten Run hinzukriegen. Wir brauchen eine Kerze, Kruzifix. Ich weiß nicht, ob ich es so weit kommen lassen will, aber okay, wir können es versuchen. Deswegen habe ich mir extra das wunderschöne Graften ausgesucht, denn hier haben wir oben einen Stuhl. Da können wir uns verstecken. Dann können wir auch sowas wie die Kruzifix-Quest erledigen und vor allem, denn für die Einstellungen, für die mal 15 Einstellungen, gibt es keine Verstecke, aber hier haben wir eben diesen Stuhl. Kerze ist machbar, Foto vom Geist müssen wir mal schauen, ob wir das hinbekommen. Kruzifix, wir haben Bradley, Todd, by the way, wir haben 0% Sanity, deswegen natürlich direkt Sanity-Pillen nehmen, damit die auf 100% sind. Das sollte jetzt passen, Wunderbärchen und ja, ich nehme direkt ein Fotoapparat mit, denn Taschenlampe funktioniert nicht und let's go. Wie gesagt, das ist jetzt mein Ziel, alles 100% zu schaffen und wie gesagt, diesen Stuhl oder das Graften habe ich mir deswegen ausgesucht, wegen diesem Stuhl. Dadurch ist es dann einfacher, sollte es doch mal zu einer Jagd kommen oder sowas, da hat man ein Versteck. Oder sollte man während der Jagd zum Beispiel räuchern müssen oder sonstiges, dann kann man das bei diesem Stuhl machen und da ist man auf der sicheren Seite. So, also wir haben keine Karten. Knochen sehe ich auch noch nicht. Das ist erstmal einen verfluchten Gegenstand suchen und ja. Aber bis jetzt sieht hier noch alles clear aus. Hier ist alles super. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir es möglichst nicht zu einer Jagd kommen lassen. Deswegen hier schön Lichter an, aber ganz wichtig, danach auch die Lichter wieder ausmachen. Und das ist sonst ein kleines Problem. Das wird dich töten. Sollte nämlich die Sicherung rausgehen, dann hast du ein kleines Problem. Und ob die Sanity-Abnahmerate ist verdoppelt, das bedeutet, das Ganze wird ein bisschen eng. So, bupp. Erstmal natürlich, wenn jetzt der Geisterraum irgendwo oben wäre. Das wäre natürlich dann ein bisschen einfacher. Also sprich, auch sowas wie Kruzifix und sowas zu erledigen. Und ich muss sagen, ich finde schön, wie sich das Licht verändert hat. Sieht einfach schmuver aus. Nicht gut, nicht gut, nicht schön. Bin schön, bin aus der Doll. Bin der Anton aus Tirol. So, und ich hoffe, das nächste Licht können wir jetzt auch anmachen, weil sonst wird das Ganze echt ein bisschen eng. Oh, hier ist bei der Sicherungskasten für den Fall der Fälle. Und ja. Aber nein, mich hat jetzt mal wirklich interessiert, wie viel weniger ist denn das Geld? Weil viele beschweren sich darüber, oh, weniger Geld und blablabla. Aber wenn es wirklich nur daran liegt, dass wenn du eben nicht die Main Quest und die Nebenquests alle erfüllst, also sprich, wenn du einfach nur reingehst zum Farmen und nicht diesen Spaß mitnimmst daran, alles zu versuchen, und dass das der Grund ist, wieso sich die Leute beschweren, weil sie eben, ja, weil sie nur Geld machen wollen, jetzt weniger Geld kriegen, das, dann verstehe ich es nicht. Denn ja, da es soll ja wie gesagt nicht ums Geld per se gehen, es soll ja eher um den Spaß gehen. Und wenn jetzt natürlich Leute dann nur zum Farmen reingehen, so wie man es früher in Asylum gemacht hat, das war aber richtig cool, habe ich auch ab und zu gemacht, war einfach schön Geld zu verdienen, aber sprich nur reingehen, ein, zwei Quests, herausgehen und ne, dann, ja, mei. Ist halt dann doof gelaufen. Ist halt dann doof gelaufen. Also ich merke schon ganz leichte Performance-Probleme hier. Oder sie minimal durch das Licht, aber ich hoffe, es ist nicht störend. So, hier ist ein Lichtschalter. Alter, man muss auf jeden Fall für diese Challenge wissen, wo sich die Lichtschalter befinden. Und es könnte wirklich sein, dass der Geist hier oben ist. Und das Geile ist, ich habe durchgängig, drücke ich auf Shift zum Laufen, aber es funktioniert nicht. Okay, das sieht crazy aus in dem Licht. Wir haben Püppi und ein Bärchen direkt mitgenommen. Bupp. Und ein Bärchen. Wir brauchen natürlich auch ein Geisterfoto und das macht es nicht einfach. Aha, da war eine Tür. Wo war die Tür? Badezimmer? Badezimmer, sogar ein EMF5. Wunderbar. Wir droppen hier jetzt erstmal alles, also EMF5. Kann ich versuchen, jetzt ganz schnell rauszulaufen. Hashtag laufen. Um die UV-Lampe mitzunehmen. By the way, UV-Lampe kannst du auch als Lichtquelle nutzen bei der Challenge. Dann hast du auch eine Taschenlampe. Aber ich weiß ungefähr, wo die Lichtschalter sind, deswegen ist das jetzt kein Thema. So, bupp, bupp, bupp. Und ich finde das mit dem Fotoapparat ganz praktisch, in dem Fall, dass man wirklich doch mal das Glück hat, dass sich der Geist zeigt, kann man ein Foto machen. Und ja. Ab ins Häuschen wieder. Let's go. So, auf geht's.
Auf geht's, ab geht's, drei Tage wach. Nächste Party kommt bestimmt, drei Tage wach. Da, 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 da. Ich weiß nicht, ob die Fingerabdrücke noch da sind, aber theoretisch müssten sie noch da sein. Habe ich das Licht ausgemacht da drüben? Ja. Ja, die Tür ist offen. Okay, ich war mir jetzt nicht sicher, ob die Tür offen ist oder nicht. So, was sagt das Thermometer? Haben wir hier den Geisterraum oder draußen im Flur? 2, 3? Ja, auf jeden Fall hier. Ja, auf jeden Fall hier. Bup. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? So, ich habe jetzt erstmal weiter geredet. Aber ich glaube... Ah ne, die Box ist sogar noch drin. Orb ist raus, okay. Dann versuchen wir es natürlich nochmal weiter. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Gut, Box würde ich ausklammern. Ich habe immer noch keinen Knochen gefunden, fällt mir gerade ein. Da ist mein Fotoapparat. Okay, Licht können wir ausmachen, das ist Range Win. So, jetzt checken wir nochmal, ob wir Fingerabdrücke haben. Wir hätten, ja, okay, gut, wir hätten Fingerabdrücke haben müssen. Wir haben keinen Knochen! Okay, danke. Sehr lieb von dir, das, okay, das ist jetzt mal geil. So, aber hier auf jeden Fall keine Fingerabdrücke, merci. Oh, also, Fingies, Joker Code, Dots könnten... Hast du jetzt echt einen Break ausgemacht? Wow. Wow. Aber jetzt wird es natürlich ein bisschen tricky. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Also. Buch, Box oder Dots. Buch liegt. Videocam bringen wir rein. Das beide wäre jetzt auch kurzzeitig unsere Lichtquelle, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, damit sehen wir besser. Ja, im Dunkeln. Dann kommen wir jetzt leichter zum Breaker. Natürlich doof, man hofft natürlich dann sowas wie ein Jinzo haben, aber Jinzo ist raus. Aber Jinzo, geiles Yu-Gi-Oh!-Monster. Ja, gute alte Kindheit. Aber ja, hier, bup. Da können wir jetzt hier ein bisschen was sehen, während wir zum Breaker laufen, wollte ich gerade sagen, aber wir schleichen ja fast. Und wir wollen natürlich ganz schnell wieder den Breaker anmachen, damit unser Sanity möglichst oben bleibt. Ab einem Rate ist es verdoppelt. Was bedeutet, wir können nicht zu lange im Dunkeln bleiben. Das Schlimmste, was man haben kann, ist, glaube ich, ein Handtum. Ein Handtum macht, wenn er motiviert ist, relativ häufig einen Break aus. Er hat eine doppelte Wahrscheinlichkeit oder doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit wie andere Geister. Deswegen, ja, ein bisschen schwierig. So. Wir können kein Orb mehr haben, aber wir können kein Dots haben, deswegen eben die Videocam. Was hätten wir beim Buch? Shade wäre jetzt ungünstig. Eigentlich bräuchte ich ein Geisterfoto. Wäre sehr ungünstig. Das Buch ist noch unbeschrieben. Wollen wir Dots haben? Ein Uni. Unis sind eigentlich motiviert. Aber ihr merkt immer, ob ihr dran schuld seid, dass das Licht ausgeht, also der Breaker ausgeht, oder ob es der Geist ist. Wenn ihr dran schuld seid und ihr macht den Breaker danach wieder an, müssten alle Lichter aus sein. Wenn der Geist dran schuld war, also er die Sicherung rausklammert, macht die Sicherung wieder rein und die Lichter sind dann immer noch an. Ne? So. Also, dann schauen wir mal. Ich denke gerade stark, dass wir Dots haben könnten. Das wäre aber unschön. Und das würde bedeuten, wir hätten Uni. Und ja. Wobei, das wäre eigentlich schon ganz gut. Wie gesagt, fürs Foto wäre super. Der Geist kann den Geist darum nicht wechseln. Könnte natürlich sein, dass wir Zwillinge haben. Dann bräuchten wir die Box und dann könnte sein, dass der Zwillingsraum, also der Raum von Zwilling irgendwo anders ist. Dann müssen wir vielleicht unseren Radius mit der Box erweitern, dass wir beide Räume abklappern. Aber ich hoffe jetzt, wie gesagt, nährst du ihn auf Uni und wenn es doof läuft, haben wir halt einen Shade. Das wäre unschön. By the way. By the way, wir müssen auch schauen, dass das Licht an ist, für den Fall, dass wir es zu einer Jagd kommen lassen wollen. Denn ja, es wäre ein bisschen ungünstig, wenn es dann stockfinster ist. Aber ich sehe ja bei bestem Willen keine Dots. Ich sehe keine Dots. Hier? Wahrscheinlich auch nicht. Wenn wir keine Dots haben. Uni wäre am geilsten. Uni wäre am geilsten. 57. Oh oh. Jetzt wird's gleich eng. Jetzt wird's gleich eng. Vorsichtshalber. Also wir schaffen es jetzt wahrscheinlich nicht mehr, bis dahinter zu gehen.
eine Break anzumachen. Wir haben keinen Deo, was bedeutet, wir können das theoretisch einfach in die Ecke stellen und Klappe halten. Und jetzt bin ich gespannt. 57% Ladies and Gentlemen, wir können keine Sanity Pin nehmen. Richtig knapp am Rande. Wir hätten hier die Lichter anmachen müssen auf dem Weg dahin. Und jetzt kann es jederzeit... Wobei, wir schauen jetzt nochmal nach. Aber es könnte jetzt bald schon jederzeit anfangen. Wegen das mit Spannen. Aber hier habt ihr gesehen, die Lichter werden immer noch an. Was bedeutet, der Geist hat das Licht ausgemacht. Wenn die Lichter ausgewesen wären, dann beim Bierschutz gehen. Hier allein dahinter zu gehen, knapp 5% gedroppt. Gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Wir müssen jetzt gleich mit der Box reden, wenn es blöd läuft. Und wo muss man mit der Box reden im Geisterraum? Was ist mit dem Licht? Das muss auch sein. Da können wir auch keine Kerze in die Hand nehmen, deswegen ist das gerade ein bisschen doof. Das ist gerade ein bisschen kacke. Bitte sei beschrieben, Buch. Ich habe lieber ein Uni, als dass ich jetzt nochmal mit der Box reden muss. To be honest. Buch ist nicht beschrieben. Ich setze jetzt auch mal die Dots da. Schauen wir mal. Wir haben ja durch die Einstellungen kann der Geist den Geisterraum nicht wechseln. Was bedeutet, er müsste immer noch hier sein. Sehe ich das korrekt? Ja gut, wir hatten auch gerade Atem, aber nochmal confirmed. Räucherstäbchen sind hier unter mir. Das Problem ist, wie sollte es zu näher kommen? Es gibt keine Vorwarnung. Es gibt keine Vorwarnung. Was bedeutet, ja, bupp. Ach ja, warte mal, wir können alles nehmen. Okay, nach oben muss ich wechseln. Nach oben und dann, wo bist du? Wie alt bist du? Scheiße! Ah. Ja, wie viele... Ja! Wie viele Leichen sind hier? Der Nackte. Das war so klar, der Nackte. Schade. Ciao, Schokolade. Ich wollte ganz schnell wechseln, denn das wollte ich gerade noch sagen. Wir haben auch keine Schonfrist, was bedeutet, wenn er kommt, sind wir direkt tot. Schade, heute hat es nicht geklappt, aber ich werde es natürlich weiter versuchen, denn ich will wissen, wie viel Geld wir kriegen. Schade, Schokolade. Wir haben jetzt leider auch ein bisschen mehr Cash verloren als gedacht. Gut, ich könnte jetzt... Ja, wobei, nee, für das, was ich testen will, würde es jetzt keinen Sinn machen, wenn ich einstelle, dass ich kein Equipment verliere. Also jetzt, momentan werde ich ein bisschen bluten müssen, aber es ist ja alles im Zuge der, oder im Sinne der Wissenschaft. Schade. Heute auch ein bisschen kürzer die Folge, aber ich hoffe, euch hat es dennoch gefallen. Diesen... Schade. Es war wirklich ein Rennen gegen die Zeit und leider hat es ganz klar nicht funktioniert. Und ja, normalerweise hätte ich jetzt fahren können. Ich habe gewusst, was es für ein Geist ist. Ich habe ein oder zwei Quests vielleicht erledigt gehabt. Ich hätte eben das schaffen können oder machen können. Wobei, ich wusste nicht, was es für ein Geist ist. Ja. Was war es eigentlich? Oh nee, ja gut, dann wusste ich doch, was es für ein Geist ist. Aber wir haben keine Dots gesehen. Das überrascht mich. Und ich habe sie einfach nur übersehen. Schade, hätten wir da Dots gesehen, dann wäre das Ganze ganz anders ausgegangen. Aber es hat mir dennoch Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe, wir sehen uns auch in einem meiner nächsten Videos. Wenn ich diese Challenge nochmal versuche, haut rein, bis dann. Ciao, ciao.